Conqueror 500. Das Gerät ist eine riesige Maschine für die Metallverarbeitung. Es ist einfach, es auf ein Schleppnetz zu transportieren und mit einem Kran zu entladen. Solche Maschinen erfordern keine Montage- und Fundamentkonstruktion, da sie auf jeder festen Ebenenfläche, wie zum Beispiel Betonflächen, installiert werden können. Conqueror 500 hat eine zweiblättrige Konstruktion, die dank enormer Druckprozesse die Brechstange verarbeitet. Fressscheren sind für zwei Hauptfunktionen ausgelegt: Schneiden und Stapeln von Altmetall. Peterson 7900EL. Der Scheibenzerkleinerer ist für die Produktion großer Mengen von Spänen ausgelegt, wenn es notwendig ist, viele Späne großen Durchmessers zu schneiden. Bis heute ist der 7900EL die größte Schleifmaschine von Peterson. Zu den Hauptmerkmalen der Maschine gehören vier Stützgestelle, die die Stabilität der Anlage während des Betriebs gewährleisten, herausnehmbare Seitenwände zum Leiten der Rohmaterialien zur Hackscheibe und eine ferngesteuerte Drehdüse zum Beladen von LKW-Anhängern. In Kombination mit einer Spezialmaschine ist der 7900EL die perfekte Zerkleinerungsanlage bei Feldbedingungen. CBI 5800. Diese Maschine wurde speziell für Unternehmen in den Bereichen Grünschnitt, Holzabfall und Baustellenräumung sowie Holzfällerei entwickelt, die für hohe Produktivität und maximale Zuverlässigkeit wichtig sind. Eine solche Anlage ist hauptsächlich zum Zerkleinern von Holz vorgesehen. Eine ihrer Hauptvorteile ist eine Schleifmaschine, die mit einem speziellen Metalldetektorensystem ausgestattet ist. Sodass der Brecher nicht mit Fremdkörpern in Wechselwirkung treten kann und somit vor Beschädigungen geschützt ist. PTH Microcrusher. Vor Ihnen ist eine einzigartige Maschine zum Zerkleinern von Asphalt, Beton, Stein jeglicher Härte und gefrorenem Boden. Ein solches Gerät ist nützlich zum Graben, Verlegen von Rohrleitungen und Abwassersystemen im Straßenbau, Gartenbau und anderen Landwirtschaftsarbeiten. Microcrusher hat fast doppelt so viele installierte Brechwerkzeuge wie vergleichbare Maschinen in dieser Gewichtsklasse. Somit kann die Anlage eine hohe Produktivität und hohe Qualität der Bodenzerkleinerung vorweisen. Der Steinbrecher wiegt etwa 300 Kilogramm und ist mit einem Hubraum von bis zu 70 PS ausgestattet. Bobcat 323. Ein solcher Bagger gehört zu der Klasse der Kleinbaumaschinen, da er eine Breite von nur 980 mm hat, die den Zugang zu kleinen Öffnungen und Korridoren ermöglicht, um enge Tore zu passieren. Der Bobcat 323 bewältigt problemlos Baggerarbeiten auf privaten Baustellen, in beengten Bedingungen und in der Nähe von Wohngebäuden. Das Gerät zeichnet sich durch einen sehr leisen Betrieb aus, erleichtert durch die Joystick-Steuerung und Manövrierbarkeit. Diese Einheit ist mit einem Dieselmotor mit einer Kapazität von 14 PS ausgestattet, was für eine Vielzahl von Bauarbeiten ausreicht. Das Kettenfahrwerk reduziert Schäden am Asphalt erheblich und erhöht die Traktion auf nassen und viskosen Oberflächen. Ein solcher Bagger ist in der Lage, Entwässerungsarbeiten, Reparatur von Wasserleitungen auf schlammigen Böden, wo die Verwendung von Radfahrzeugen unmöglich ist, zu gewährleisten. Beamat Green Cargo.
BMET ist ein europäisches, innovatives Unternehmen, das selbstfahrende Maschinen für die Ernte und den Einsatz von festen Düngemitteln herstellt. Eines der neuesten interessanten Entwicklungen der Ingenieure war die Einheit Green Cargo, die auf einem starken Spreader basiert. Die Vorteile der Maschine sind hohe Manövrierbarkeit, ein starker Motor und beeindruckende Speicherkapazität. ZR5. Diese Maschine kann automatisch eine Walzpresse bilden und zeichnet sich durch hohe Manövrierbarkeit aus. Durch die Technologie des Drehens mit Nullradius und die Kabine, die die Entwickler über die aufgehängte Vorderachse befestigt haben, wurde Mobilität und Laufruhe erreicht. Es ist erwähnenswert, dass die Fahrerkabine geräumig, komfortabel, mit guter Sicht und relativ leise ist. Die Einheit wird von einem 173 PS Motor angetrieben und das hydraulische Getriebe treibt die beiden Hinterräder an. Ein weiteres Merkmal des Geräts ist, dass es automatisch stoppen kann, wenn eine Rolle geformt wurde. Die Heckklappe öffnet und schließt sich von selbst, wonach das Fahrzeug wieder in die Ausgangsposition zurückkehrt. Alles, was der Bediener tun muss, um die Rollenbildung fortzusetzen, ist den Startknopf zu drücken. DFM Compact Feller Bruncher. Vor Ihnen steht eine leistungsstarke Art einer Ballenmaschine. Solch ein Gerät ist ideal für künstliche Plantagen und natürliche Wälder und hat auch ausgezeichnete Eigenschaften bei der Arbeit mit Holz mit großem Durchmesser, was ziemlich gut ist für Geräte dieser Größe. Das Gerät kann dank eines speziellen Mechanismus mehrere Bäume gleichzeitig umfassen. Die Maschine verfügt über eine hohe Tragfähigkeit und ist mit einer Trennscheibe von etwa 1 Meter Durchmesser sowie einem integrierten Sensor ausgestattet, der es dem Bediener ermöglicht, die Geschwindigkeit der Messer zu überwachen und dadurch die Effizienz zu maximieren. Tribine Combine Harvester. Dieser Mähdrescher sammelt nicht nur Weizen, sondern kann es auch in seinem eigenen Laderaum transportieren. Wohlgemerkt, dass es ungefähr 27 Tonnen Korn halten kann. Die Maschine läuft auf 2 Dieselmotoren mit je 590 PS. Das gereinigte Getreide kommt von der Dreschmaschine zum hinteren Modul mittels eines 30 cm Entladers. Im Inneren des Trichters bewegt sich der Kettenentlader von einer Ecke zur anderen des Anhängers, während bei den meisten Getreidewagen der Entlader in der Mitte installiert ist. Diese flexible Anordnung der Vorrichtung ermöglicht es, die Geschwindigkeit und Produktivität der Entladung selbst zu erhöhen. Darüber hinaus ist der Mähdrescher mit dem größten verfügbaren Dreschsystem und Reinigungssystem ausgestattet. Giant Crane. Der riesige Kran wird meist für großflächige Arbeiten im Freigelände eingesetzt. Eine solche Maschine ist in der Lage, nicht nur große Bauvolumen oder jegliches landwirtschaftliches Material anzuheben, sondern auch andere Maschinen, Betonmischer, Bagger und Lader. Aufgrund der großen Tragfähigkeit und Maße ist eine solche Maschine in der Lage, jegliche Technik zu schwer erreichbaren Orten zu liefern, zum Beispiel in ein unterirdisches Bergwerk oder eine tiefe Grube.
Leute, es ist Zeit für euch, euer Gehirn aufzuladen. Besucht den Braintime-Kanal. Dort findet ihr viele interessante und nützliche Fakten, aber auch jede Menge positive Energie und jede Menge nützliche Informationen. Jetzt abonnieren. Wir versprechen euch, dass es richtig spannend wird.